Nach einer kurzen Stärkung mit Kaffee und Kuchen geht es zu einem weiteren und gleichzeitig letzten Highlight dieses Rundganges. Zum Opern- und Balletttheater. Nur 3 Jahre von 1884 bis 1887 benötigten die Bauherren, damals unter der Leitung des berühmten Wiener Architekten Fellner, für das Opernhaus. Es verzaubert außen wie innen mit seiner für die Zeit des Barock typischen verspielten Ornamentik. Dieser Saal scheint für großartige Musik gemacht worden zu sein.